Jo Leute, was geht? Wir haben einen neuen Patch in Cold War, der jetzt am 6. Dezember rauskommt. Leider haben wir in Vanguard dagegen nichts bekommen. Wir kriegen aber am 8. Dezember das Season 1 Update. Und da werden wir mit Sicherheit im Laufe der Woche noch ein paar Infos zu bekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Patch in Black Ops Cold War ein. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und nichts mehr zu Cold War oder auch Vanguard Zombies verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt starten wir direkt in die Patch Notes. Wer genauso viel gesuchtet hat wie ich und jetzt in Level 1000 ist in Black Ops Cold War, der wird leider sich von seinem Level verabschieden müssen, denn wir werden wieder synchronisierte Militärränge bekommen und Prestigestufen. Das heißt, dass wir wieder zurückgesetzt werden, auch in Cold War, und dass der Fortschritt in allen Spielen synchronisiert wird, also Vanguard, MW, Warzone und halt Cold War. Deswegen werden wir dann alle wieder zurückgesetzt. Und wenn dann Season 1 startet in Vanguard, werden wir 7 neue Prestiges bekommen und die können wir, wie gesagt, in all den verschiedenen Spielen hochleveln. Ist vielleicht nicht das Geilste für die Leute, die jetzt bis Level 1000 gespielt haben, aber es war schon zu erwarten. Wenn dann die neuen Seasons hinzukommen in Vanguard, zum Beispiel Season 2, Season 3, ist es wieder so, wie wir das in Cold War hatten, dass wir 4 neue Prestiges pro Season bekommen. Und wir bekommen auch wieder alle 50 Level einen Prestige-Key in Black Ops Cold War. Wir haben auch immerhin eine lebenslange Prestige-Anzeige. Zu Beginn der ersten Season von Vanguard wurde eine lebenslange Prestige-Anzeige zu Black Ops Cold War und Warzone hinzugefügt, die die Gesamtzahl der Prestige-Stufen anzeigt, die in den vorherigen Seasons und Vanguard verdient wurden. Das ist eigentlich ganz okay, dann kannst du nochmal sehen, welche Prestige du warst über die Zeit. Aber natürlich schade, dass man seinen Prestige 1000 dann nicht oder seinen Rang 1000 nicht behält. Des Weiteren gibt es im Prestige Shop dann noch alle Prestige Symbole, die wir jetzt die ganzen Seasons über hatten, die man dann freischalten kann. Aber ansonsten nicht wirklich spektakulär. Der Prestige Shop war ja nicht wirklich das, ja, das Beste in Cold War. Es war zwar schön, dass man die alten Prestige Symbole haben konnte, aber die neuen Prestige Symbole, ich weiß nicht. Ich finde die jetzt nicht unbedingt so geil wie in der Vergangenheit, aber egal. Des Weiteren noch sehr interessant, alle vorherigen Black Ops Cold War Season Challenges werden enthüllt und können von Spielern vorangetrieben werden, die sie in den vergangenen Saisons nicht erfüllt hatten. Also, ihr könnt jetzt alle Season Challenges in Black Ops Cold War freischalten, egal welches Level ihr seid. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice, aber was jetzt ein bisschen schade ist und was jetzt hier in dem Satz gesagt wird, ab der ersten Saison können Spieler auf neue Multiplayer-Saison-Herausforderungen in Vanguard und Warzone sowie auch Zombie-Saison-Herausforderungen in Vanguard zugreifen und diese vorantreiben. Das heißt, wir werden nur noch in Vanguard die Zombie- bzw. Multiplayer-Challenges bekommen. Die Season-Challenges gibt es dann in Cold War nicht mehr. Wir können halt alle vorherigen freischalten, aber es werden keine neuen mehr kommen. Ich bin auch wirklich gespannt, was sie dann in Vanguard reinbringen, weil, naja, in Vanguard gibt es nicht so viel, was sie da an Challenges haben, weil es nicht so viele verschiedene Dinge gibt. Aber mal sehen, ich bin gespannt, auch nice, dass es die gibt. Da werde ich auch ein Video zu machen, wie man diese ganzen Challenges freischaltet. Des Weiteren können alle Leute, die die Eisenhaut noch nicht freigeschaltet haben, jetzt diese freischalten im Multiplayer und im Zombie-Modus. Und das gleiche gilt auch für die Graf. Hier gibt es auch neue Challenges, um die freizuschalten, falls ihr das nicht gemacht habt in der Season über den Battle Pass. Wir haben auch einen Nerf bekommen, und zwar bei der Marshall. Der Schaden wurde reduziert, beziehungsweise die Schadensreichweite, der Schadensabfall und die Aufsätze haben einen deutlichen Nerf bekommen. Was hier leider schade ist, die wird dann auch im Zombie-Modus schlechter sein, und die Marshall war jetzt nicht wirklich gut. Also wenn ihr die noch auf Dark Aether freischalten wollt, dann natürlich habt ihr jetzt ein bisschen Nachteil, einen kleinen Nachteil. So, kommen wir noch zu ein paar kleinen Veränderungen im Zombie-Modus. Das erste hier weiß ich jetzt nicht unbedingt, was das zu bedeuten hat. Bei dem zweiten, die Aufforderung nicht genügend Essenz wurde am Arcade-Token-Spender hinzugefügt, wenn der Spieler nicht genug Essenz hat, um einen Token zu kaufen. Okay, also wirklich sehr kleine Kleinigkeiten. Mauer der Toten, es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Textur nach dem Schmelzen der Tür während der Hauptquest nicht richtig angezeigt wurde. Ausbruch, Gegner, die von gehirnvollen Zombies getötet wurden, tragen jetzt zum Dragon Relict World Event bei. Onslaught Containment und Onslaught Deprogram zum lokalen Offline-Spiel hinzugefügt. Und Stabilität, Stabilitätsprobleme im Zusammenhang mit dem Arsenal behoben. Also wie wir sehen, wirklich
ganz kleine Veränderungen, also wirklich Sachen, die, naja, jetzt niemandem aufgefallen werden, fast schon, würde ich sagen. Und zum Beispiel bei Ansturm wäre ja noch der unsichtbare Zombie, den sie vielleicht patchen könnten, der, glaube ich, schon seit Beginn von Onslaught in diesem Spiel ist. Und es gibt ja noch viele andere Bugs oder Glitches, die es in dem Spiel gibt, die leider nicht gepatcht worden sind. Aber ich habe es mir schon ja mehr oder weniger gedacht, wir werden sehr wahrscheinlich so eine kleinen Updates vielleicht noch ein paar Mal bekommen, aber ansonsten wird nicht mehr viel in Black Ops Cold War kommen. Ist natürlich sehr schade, dass wir sehr wahrscheinlich dann auch nicht mehr wirklich viel hierfür bekommen für Cold War, aber wir wissen ja, wie Activision drauf ist. Die haben ein Spiel, was sie ein Jahr rausbringen. Wenn das Jahr dann vorbei ist, ist ein neues Spiel da und das kriegt dann den Content oder die Aufmerksamkeit. Wobei wir in Vanguard Zombies natürlich leider nicht wirklich viel bis jetzt haben. Werde euch da aber auf dem Laufenden halten. Aktuell gibt es nicht viel Neues. Ich habe das letzte Video, was ich zur Season 1 gemacht habe, ist auch noch das aktuellste. Es gab keine neuen Sachen, die jetzt irgendwie geleakt wurden oder die bestätigt wurden. Wir haben wirklich nicht wirklich viel zu erwarten in Season 1. Werde euch aber, wie gesagt, wenn noch was kommt, auf dem Laufenden halten. Und genauso wie bei Cold War. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Black Ops Cold War zockt oder ob ihr Vanguard zockt. Das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.